So, wir sind jetzt bei 35 cm. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und noch einmal ein Loch wieder zu. Beiseite. Den Desert Gold auf Maximum Sense eingestellt. Diskrimination ist immer noch an. Ich bin nicht im Allmetallmodus. Ground ist automatisch. Und hier habe ich noch High and Low, da kann ich noch ein bisschen die Schärfe einstellen sozusagen. Ganz eindeutig. Ja, von der Seite ist es nicht ganz so toll. Aber hier ist es ganz eindeutig. Die Schärfe noch ein bisschen beischalten. Ein bisschen. Das ist mit Low sogar besser. Jetzt probieren wir mal den Allmetallmodus. Hört man es auch eindeutig. Immer die Schärfe ein bisschen, also die Sensitivität nur auf 8. Und selbst da nicht mehr ganz so sauber, aber ich kriege selbst da das Signal noch. Steht auf 8, Diskrimination auf 3, dass ich hauptsächlich Münzen finde und keine Folie oder ähnliches. Ground ist Automatik, hier steht es auf Low. Wenn ich drüber fahre, kein Ton. Hier kommt meine Schaufel, auch über der Erde. Nichts. Also hier ist nichts. Ein Loch. Eine 2-Euro-Münze. Achtunddreißig Zentimeter tief.
Ich hoffe, man kann es lesen. Was meint er dann? Dummerweise sind hier jetzt so viele Autos und es sind so viele Nebengeräusche. Der Ton ist sehr leise. Aber ich glaube, man kann es hören. Kopfhörer ist das natürlich noch viel eindeutiger. Und man sieht, es geht auf 38 cm. Ein 2 Euro Stück. Eingegraben im Boden. Mit dem Desert Gold. 112x12 Inch Spule. Glaubt ja gar nicht, wie tief das ist. Ich merke das quasi erst, wenn ich die Faust ins Loch stelle. Es geht bei mir bis zum Ellbogen. Bin noch gar nicht ganz unten. So. Münze finden. Tief die Lichter.